jemand sie verloren hat. Das waren auch sehr strapazierfähige Freundschaften, weil es gab eine Basis, die hat gestimmt. Und dann war man auch aufeinander angewiesen, weil es waren alle, die da waren, waren Staatsfeinde und hatten die Schikanen des Geheimdienstes zu ertragen. Es gab ja verschiedene Phasen, Zwischenfälle, bis Totok war im Gefängnis, Richard Wagner war Untersuchungshaft, dann Exmatrikulation, Hausarrest, Hausdurchsuchungen, Verhöre. Das ging ja alles immer mit. Das war ja eigentlich ein ganz, ganz selbstverständlicher Teil der Sache. Hertha Müller und Richard Wagner erleben, wie sich alles im Land um die Angst dreht. Die terroristische Aneignung der Welt geht so weit, dass für den Kondukator Blätter auf Bäumen grün gespritzt werden. Überall Überwachung. Eines Tages erscheint in der Fabrik, in der Hertha Müller als Übersetzerin arbeitet, ein Mann im Büro. Sie soll kollaborieren, für den Geheimdienst Securitate arbeiten. Es ist ein Schock. Sie kann nur antworten, nu am Charakterul. Ich habe nicht diesen Charakter. Wenn ich es nicht mache, dann verliere ich meine Stelle. Wir werfen dich in den Fluss. Habe ich gesagt, ja, wenn ich meine Stelle verliere, verliere ich sie halt. Also, es gibt auch noch, ich wollte das nicht werden. Ich wollte Lehrerin werden, habe ich gesagt, und nicht Geheimdienstagentin. Ich will nicht so werden wie sie. Und dann hat er natürlich, ist er nicht durchgedreht und hat gefragt, was ich damit meine, wie er sei. Sag ich, ja, es ist ihr Beruf. Sie geben sich ja als das aus. Sie sind das ja. Es ist ja ihre Arbeit, ihr tägliches Brot. Das ist nicht mein tägliches Brot. Dann kann ich nicht mehr leben mit mir. Hertha Müller wird entlassen. Jeden Job, den sie annimmt, ist sie nach einem Besuch der Securitate beim Arbeitgeber wieder los. Die Wohnung wird abgehört. In ihrer Akte, Deckname Christina, sind unzählige Gespräche aufgelistet, jeder Besuch vermerkt, Briefe abgeheftet, die nie ankamen. Das Schlimmste aber, der Geheimdienst kommt regelmäßig in die Wohnung, wenn niemand da ist, verschiebt Gegenstände und schneidet jedes Mal ein Stück vom Fuchsfell ab, das als Bettvorleger dient. Ihr seid nirgends sicher, ist die Botschaft. Diesen Fuchs hätte ich am liebsten weggeworfen. Als die Securitate ihn aber da zerschnipselt hat, um uns fertig zu machen, das hat mich natürlich gestört. Ne? Und mich hat es gestört. Also für mich war das eine Sache. Ich habe ja mit denen auch so irgendein Spiel auch gespielt, wie wir alle. Hertha war da, an dieser Stelle hatte sie Schwierigkeiten. Wir haben uns geleistet, so Dinge, nicht? Und sie fand das ein bisschen, ich habe das damals nicht so ganz verstanden, aber sie empfand das als Obszönität, dieses Spiel mit denen, das wir trieben. Und zwar, warum als Obszönität? Weil sie empfand, dass wir mit uns selbst spielen, mit unserem eigenen Leben spielen, wenn wir mit denen Finger hakeln und die herausfordern. Und sie wollte sich auf dieses Niveau nicht begeben. Sie empfand das schaurig. Die Angst gehört jetzt zum Leben. Die anderen können töten, jederzeit, überall, grundlos. Und einmal haben sie mich aus der Stadt gefischt, da haben sie mich in so ein Souterrain geschleppt, ja, im Studentenviertel. Und da haben sie gesagt, ich sei eine Prostituierte. Und ich hätte irgendwelche sexuellen Beziehungen mit 8 oder 10 arabischen Studenten und ich würde mit Naturalien bezahlt, also irgendwas, Kosmetika und Strumpfhosen und ich habe gesagt, ich kenne keinen und dann haben die gesagt, wenn wir wollen, dann kenne ich auch 20 und das wird bestimmt ein sehr interessanter Prozess und
das war ja auch alles vorbereitet. Also als ich dort ankam, saßen dort 3 oder 4 Typen und in diesem Souterrain. Und hinten war eine Tür, die war geschlossen. Und hinter der Tür war eine Frauenstimme schreiend, dass ich nicht wusste, was dort passiert, ob dort jemand gefoltert wird oder vergewaltigt oder was. Und dann habe ich halt gedacht, vielleicht ist es auch nur eine Tonbandstimme, hoffentlich. Und der Typ hat halt gesagt, na Hure, sehen wir uns wieder. Ich hatte ihn noch nie gesehen. Und dann hat er meinen Ausweis immer auf den Boden geschmissen und ich musste den immer aufheben. Ich weiß nicht, vielleicht 30, 40 Mal. Und wenn ich langsamer wurde, hat er mir immer in den Hintern getreten. Ne? Und dann musste ich, auf dem Tisch waren hart gekochte Eier und grüne Zwiebeln und so Häufchen mit ganz grobem, grauem, graukörnigem Salz. Und dann musste ich essen. Und dann musste ich glaube, ich musste 8 Eier essen. Und dann hat er mich dann so zur Tür geschoben und dann hat er mir in den Hintern getreten. Ich bin dann so mit dem Gesicht nach vorne in ein Gebüsch gefallen. Und naja, mir war alles egal. Ich habe dann... Ich bin da dort liegen geblieben. Ich habe mich gar nicht mehr beeilt. Und dann habe ich zuerst hab ich gekotzt, diese ganzen Eier rausgekotzt, weil was glaubst du, mit was für einem Gefühl ich gegessen habe. Und ja, und dann habe ich mich halt abgewischt und bin aufgestanden und bin nach Hause gegangen. Manchmal braucht man Worte, um sich zurückzubekommen, um sich zu behaupten. In den Collagegedichten, gerade wenn es besonders lustig wird, dann... Ich zitiere das jetzt nicht richtig, aber es klimpert die Angst wie eine Zündholzschachtel in der Manteltasche, so etwas. Die Angst als Zündholzschachtel in der Manteltasche. Solche Bilder kommen vor. Also eine kleine Schachtel in der Manteltasche ist harmlos, aber wenn es die Angst ist, das kann explodieren. Wien, 1987. Hertha Müller, ihre Mutter und Richard Wagner verlassen Rumänien. Ihr Ziel ist Berlin. Alle Mitglieder der ehemaligen Aktionsgruppe, außer Roland Kirsch, haben zu diesem Zeitpunkt Rumänien verlassen. Er will bleiben. Es herrscht Wut und Aufbruchstimmung. Entschlossen suchen Hertha Müller, Richard Wagner und die anderen die Öffentlichkeit, prangern die Menschenrechtsverletzungen an, die im Westen wenig wahrgenommen werden, organisieren einen bundesweiten Protesttag gegen das Ceausescu-Regime. Sie erhalten Todesdrohungen, machen weiter. Doch dann schlägt Ceausescu noch einmal zu. Roland Kirsch ist tot, angeblich Selbstmord. Ich saß da und dachte ich mir, ich muss es ihr sagen, nicht? Wie mache ich das? Und dann war sie da, setzte sich hin, dann habe ich beschlossen, ich sage es ihr gleich. Und dann habe ich in einem Satz gesagt, der Roland Kirsch ist übrigens tot. Und sie
Ja, sie saß da und also sie ist wie zerstört quasi. Und ich dachte mir, tja, was haben wir da gemacht? Nicht? Und da kommen wir daher. Und dann, jetzt habe ich den da gelassen. Ne? Und dann ist er tot. Das habe ich nicht gedacht, dass das passieren wird. Und das, weil ich mir gedacht habe, so ein Klischee kann es gar nicht sein. Also es kann nicht wahr sein. Und dann, was passiert? Er wird erhängt, aufgefunden. Nicht? Und symbolisch am 2. Mai, 1. Mai, doch die große Arbeitertag, da, das war im Kommunismus ein großer Feiertag mit viel Besäufnis. Am 2. Tag findet ihn seine Mutter da aufgehängt in der Wohnung. Also so etwas Schreckliches auch nicht. Hertha war ja dann auch da und hat sich das auch erzählen lassen und so. Ich bin nur auf den Friedhof gegangen. Er habe sich erhängt morgens um 7. Er habe keinen Abschiedsbrief geschrieben. Sein Tod war keine 8 Minuten alt. Da kriegte seine Seele Beine. Der brave Kleine hatte einen blassen, schönen Bart, der andere lange. Hat bisschen gesungen beim Verlassen, aus zu viel Angst an der Geländerstange. Im Treppenhaus den Takt geschlagen. Draußen stiegen sie zu Gott in einen Wagen. Demonstranten und Armeeeinheiten verbündeten sich und marschierten zum Präsidentenpalais. Liberate! 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 Im Dezember des gleichen Jahres, nach einem blutigen Massaker in Temeschwar, bei dem auch Kinder erschossen werden, greifen die Unruhen auf Bukarest über. Ceausescu versucht, das Land zu verlassen, wird von Armeeeinheiten gefasst, vor ein militärisches Sondergericht gestellt und zusammen mit seiner Frau Elena zum Tode verurteilt. Das Urteil wird direkt danach vollstreckt. Ich habe den ganzen Tag geheult, weil ich Angst, weil ich dachte, jetzt habe ich überlebt. Ich habe ja in Deutschland auch noch die Todesdrohungen bekommen, bis Ceausescu gestürzt war, sogar noch fast ein Dreivierteljahr danach. Und jetzt habe ich gedacht, der Typ ist gestorben. Mein Gott, der ist sterblich, der ist jetzt weg. Es hat auch nur eine Kugel gebraucht. Denn irgendwie hat man ja gedacht, das Regime ist auch ewig. Das haben sie einem ja jeden Tag gesagt. Andererseits war es unerträglich, einer Hinrichtung zuzuschauen. Weil in dem Moment war er ja irgendwie wie ein Bauer. Seine spitzen Augen, seine Angst, die unrasiert, die Kleider verzerrt. Das war ja er war ja zum ersten Mal ein Mensch. Wo er ja sonst war, er ein Monster. Aber in der Situation war er zum ersten Mal ein Mensch. Ein schrecklicher Mensch, aber ein Mensch. Stockholm, 20 Jahre später, der wichtigste Literaturpreis. Sie zeichne mittels Verdichtung der Poesie und der Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit. Wir holen die Preisträger am Flughafen ab. Sie war sehr höflich, meinte aber ziemlich schnell, ich muss eine rauchen. Ich muss rauchen. Und dann rushed off to have a smoke. But I was a bit daunted by. Sie wirkt ja oft sehr ernst. Und ich war neu als Sprecher und war sehr nervös. Im Auto stammelte ich dann in schlechtem Deutsch, das ist hier für mich das erste Mal. Da lachte sie und meinte, kein Problem, für mich auch.
Demonstranten und Armeeeinheiten verbündeten sich und marschierten zum Präsidentenpalais. Liberate! 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 Im Dezember des gleichen Jahres, nach einem blutigen Massaker in Temeswar, bei dem auch Kinder erschossen werden, greifen die Unruhen auf Bukarest über. Ceausescu versucht, das Land zu verlassen, wird von Armeeeinheiten gefasst, vor ein militärisches Sondergericht gestellt und zusammen mit seiner Frau Elena zum Tode verurteilt. Das Urteil wird direkt danach vollstreckt. Ich habe den ganzen Tag geheult, weil ich dachte, jetzt habe ich überlebt. Ich habe ja in Deutschland auch noch die Todesdrohungen bekommen, bis Ceausescu gestürzt war. Sogar noch fast ein Dreivierteljahr danach. Und jetzt habe ich gedacht, der Typ ist gestorben. Mein Gott, der ist sterblich, der ist jetzt weg. Es hat auch nur eine Kugel gebraucht. Denn irgendwie hat man ja gedacht, das Regime ist auch ewig. Das haben sie einem Jahr jeden Tag gesagt. Andererseits war es unerträglich, einer Hinrichtung zuzuschauen. Weil in dem Moment war er ja irgendwie wie ein Bauer. Seine spitzen Augen, seine Angst, die unrasiert, die Kleider verzerrt. Er war ja zum ersten Mal ein Mensch. Sonst war er ein Monster. Aber in der Situation war er zum ersten Mal ein Mensch. Ein schrecklicher Mensch, aber ein Mensch. Stockholm, 20 Jahre später, der wichtigste Literaturpreis. Sie zeichne mittels Verdichtung der Poesie und der Sachlichkeit der Prosa Landschaften der Heimatlosigkeit. Wir holen die Preisträger am Flughafen ab. Sie war sehr höflich, meinte aber ziemlich schnell, ich muss eine rauchen. Ich muss rauchen. Und dann sie rushed off to have a smoke. But I was a bit daunted by. Sie wirkt ja oft sehr ernst. Und ich war neu als Sprecher und war sehr nervös. Im Auto stammelte ich dann in schlechtem Deutsch, das ist hier für mich das erste Mal. Da lachte sie und meinte, Rumänien. Ihr Ziel ist Berlin. Alle Mitglieder der ehemaligen Aktionsgruppe, außer Roland Kirsch, haben zu diesem Zeitpunkt Rumänien verlassen. Er will bleiben. Es herrscht Wut und Aufbruchstimmung. Entschlossen suchen Hertha Müller, Richard Wagner und die anderen die Öffentlichkeit, prangern die Menschenrechtsverletzungen an, die im Westen wenig wahrgenommen werden, organisieren einen bundesweiten Protesttag gegen das Ceausescu-Regime. Sie erhalten Todesdrohungen, machen weiter. Doch dann schlägt Ceausescu noch einmal zu. Roland Kirsch ist tot. Angeblich Selbstmord. Ja, und ich saß da und dachte ich mir, ja, ich muss es ihr sagen, nicht? Wie mache ich das? Und dann war sie da, setzte sich hin, dann habe ich beschlossen, ich sag's ihr gleich. Und dann habe ich in einem Satz gesagt, der Roland Kirsch ist übrigens tot. Und sie saß da und also sie ist wie zerstört quasi. Und ich dachte mir, tja, was haben wir da gemacht? Nicht? Und da kommen wir daher. Und dann, jetzt habe ich den da gelassen. Ne? Und dann ist er tot. Das habe ich nicht gedacht, dass das passieren wird. Und das, weil ich mir gedacht habe, so ein Klischee kann es gar nicht sein. Also es kann nicht wahr sein. Und dann, was passiert? Er wird erhängt, aufgefunden. Nicht? Und symbolisch am 2. Mai, 1. Mai, doch die große Arbeitertag, da, deswegen Kommunismus, ein großer Feiertag mit viel Besäufnis.
zweiten Tag findet ihn seine Mutter da aufgehängt in der Wohnung. Also so etwas Schreckliches auch nicht. Hertha war ja dann noch da und hat sich das auch erzählen lassen und so. Ich bin wohl auf den Friedhof gegangen. Er habe sich erhängt morgens um 7. Er habe keinen Abschiedsbrief geschrieben. Sein Tod war keine 8 Minuten alt. Da kriegte seine Seele Beine. Der brave Kleine hatte einen blassen, schönen Bart, der andere lange. Hat bisschen gesungen beim Verlassen. Aus zu viel Angst an der Geländerstange. Im Treppenhaus den Takt geschlagen. Draußen stiegen sie zu Gott. Sein, also es kann nicht wahr sein. Und dann, was passiert? Er wird erhängt, aufgefunden. Nicht? Und symbolisch am 2. Mai, 1. Mai, doch die große Arbeitertag, da, das war im Kommunismus ein großer Feiertag mit viel Besäufnis. Am 2. Tag findet ihn seine Mutter da aufgehängt in der Wohnung. Nicht? Also so etwas Schreckliches auch nicht. Hertha war ja dann noch da und hat sich das auch erzählen lassen und so. Ich bin wohl auf den Friedhof gegangen. Er habe sich erhängt morgens um 7. Er habe keinen Abschiedsbrief geschrieben. Sein Tod war keine 8 Minuten alt. Da kriegte seine Seele Beine. Der brave Kleine hatte einen blassen, schönen Bart, der andere lange. Hat bisschen gesungen beim Verlassen. Aus zu viel Angst an der Geländerstange. Im Treppenhaus den Takt geschlagen. Draußen stiegen sie zu Gott in einen Wagen. Demonstranten und Armeeeinheiten verbündeten sich und marschierten zum Präsidentenpalais. Liberate! 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 Im Dezember des gleichen Jahres, nach einem blutigen Massaker in Temeschwar, bei dem auch Kinder erschossen werden, greifen die Unruhen auf Bukarest über. Ceausescu versucht, das Land zu verlassen, wird von Armeeeinheiten gefasst, vor ein militärisches Sondergericht gestellt und zusammen mit seiner Frau Elena zum Tode verurteilt. Das Urteil wird direkt danach vollstreckt. Ich habe den ganzen Tag geheult, weil ich Angst, weil ich dachte, jetzt habe ich überlebt. Ich habe ja in Deutschland auch noch die Todesdrohungen bekommen, bis Ceausescu gestürzt war, sogar noch fast ein Dreivierteljahr danach. Und jetzt habe ich gedacht, der Typ ist gestorben. Mein Gott, der ist sterblich, der ist jetzt weg. Es hat auch nur eine Kugel gebraucht. Denn irgendwie hat man ja gedacht, das Regime ist auch ewig. Das haben sie einem Jahr jeden Tag gesagt. Andererseits war es unerträglich, einer Hinrichtung zuzuschauen. Weil in dem Moment war er ja irgendwie wie ein Bauer. Seine spitzen Augen, seine Angst, die unrasiert, die Kleider verzerrt. Und dann musste ich essen. Und dann musste ich glaube, ich musste 8 Eier essen. Und dann hat er mich dann so zur Tür geschoben und dann hat er mir in den Hintern getreten. Ich bin dann so mit dem Gesicht nach vorne in ein Gebüsch gefallen. Und mir war alles egal. Ich habe dann, ich bin da dort liegen geblieben. Ich habe mich gar nicht mehr beeilt. Und dann habe ich zuerst gekotzt, diese ganzen Eier rausgekotzt, weil was glaubst du, mit was für einem Gefühl ich gegessen habe. Und dann habe ich mich halt abgewischt und bin aufgestanden und bin nach Hause gegangen. Thank you.
Manchmal braucht man Worte, um sich zurückzubekommen, um sich zu behaupten. In den Collagegedichten, gerade wenn es besonders lustig wird, dann, ich zitiere das jetzt nicht richtig, aber es klimpert die Angst wie eine Zündholzschachtel in der Manteltasche, so etwas. Die Angst als Zündholzschachtel in der Manteltasche. Solche Bilder kommen vor. Also eine kleine Schachtel in der Manteltasche ist harmlos, aber wenn es die Angst ist, das kann explodieren. Wien 1987. Hertha Müller, ihre Mutter und Richard Wagner verlassen Rumänien. Ihr Ziel ist Berlin. Alle Mitglieder der ehemaligen Aktionsgruppe, außer Roland Kirsch, haben zu diesem Zeitpunkt Rumänien verlassen. Er will bleiben. Es herrscht Wut und Aufbruchstimmung. Entschlossen suchen Hertha Müller, Richard Wagner und die anderen die Öffentlichkeit, prangern die Menschenrechtsverletzungen an, die im Westen